Man sieht ja bei dem Amerikaner in Alabama, der hatte offenbar eine, wenn ich so sagen darf, eine Rechnung mit seiner ganzen Familie da offen gehabt, die er da beglichen hat. Ich weiß jetzt über den Fall nicht Bescheid. Aber ja, der hat seine Familie mehr oder weniger ausgerottet. Gestern, Fall, ja, also gestern der Fall. Das ist der Fall der Kindheit ist sehr oft. Also wir haben seinerzeit, wir haben also auf den, ich weiß aus den Gutachten der Schläger, die wir also wirklich der Hochaggressiven, die wir einsitzt hatten, dass fast alle Gewalterfahrungen in der Kindheit hatten. Ne? Also spielt schon eine Rolle. Wenn du von Kindheit lernst, dass Probleme mit Gewalt gelöst werden, wenn du nicht artikulieren kannst, wenn du nicht ausüben kannst. Also wir haben wirklich, wir haben ja mal eine Untersuchung gemacht bei uns. Fast jeder von diesen wegen hochaggressiven Schlägern, die da bei uns einsaßen, haben ganz oft sehr grausliche Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen, Gewalterfahrungen von der Kindheit. Das heißt nicht, dass jeder, der als Kind geschlagen wird, dann zum Schläger wird, aber fast jeder hochaggressive Schläger hat negative Gewalterfahrung in der Kindheit. Mhm. Was man bei Jugendlichen schon, also jugendlichen Amoktätern schon häufig festgestellt hat, ist, dass es kurz vor der Amoktat unter Umständen zum Verlust der letzten tragfähigen Bindung oder Beziehung kommt. Ja. Die Katharina Primaria, Katharina Burtscher sagt da mit einem sehr schönen Ausdruck, wenn ein Jugendlicher one caring adult hat, also einen, der sich wirklich schert, sage ich jetzt einmal, der sich wirklich bemüht, kümmert und eben diese Kommunikationsebene herstellen kann über einen längeren Zeitraum, dann schließt das nicht die einzelne Amoktat aus, aber es ist zumindest diese tragfähige Bindung vielleicht aufrecht, auch wenn sie nicht im Elternhaus ist oder sonst wo. Das könnte auch ein Lehrer, das könnte auch ein Patenonkel oder wer auch immer sein. Mitschüler. Ja, Mitschüler, genau. Das Aufrechterhalten der Beziehung zur Umwelt ist ein ganz wesentlicher Teil. Ja. Und das ist es auch bei den erwachsenen Amokläufern. Und wenn da so die Traumatisierungssymptomatik wirklich überbordend ist, zu groß wird, nicht mehr ertragen wird, dann kann das unter Umständen in diesen Akt enden. Mhm. Kann. Muss nicht sein. Das ist ja ein verlängerter Selbstmord. Ne? Genau. Also was geht einem vor, dass man sagt, man beendet sein Leben? Da ist man schon sehr, sehr tief drinnen. Und dann nehme ich halt etliches noch mit. Ne? Ja. Weil fast alle Amok, die errichten sich ja selber. Ja. Wüssten ja nicht, vor Gericht, wie es ausgeht, ne? Wie ein anderer Täter. Ist ja fast immer so. Also, das ist schon. Das ist eine, die sind sicherlich in einer Situation, wo es für sie das Leben aus ist, wo überhaupt nicht mehr lebenswert ist, gar nichts mehr da ist. Und jetzt, und das hat eine Vorgeschichte. Und man erhofft sich vielleicht auch wirklich so etwas wie Ruhe. Also das ist das, was man von den ganz wenigen Überlebenden weiß, die sehr, sehr getrieben sind, eine exzessive Unruhe in sich verspüren und von daher ständig in irgendeiner Grübelei, Gedankenspielerei, Bewegung, Aktivität sind, die wirklich sehr anstrengend sein muss, sehr unangenehm sich erleben muss. Und da gibt es den ganz großen Wunsch nach Ruhe. Und die Vorstellung, wie finde ich Ruhe, ist dann im Tod. Und der wird eben dann gestaltet. Das ist jetzt ein sehr kühler Blick, so wie ich das formuliere. Das spielt sich so schon sehr, sehr intensiv ab in einer betroffenen Person. Heute sind die Statistiken natürlich logischerweise wieder von den Agenturen und von den Medien veröffentlicht worden über die Amok-Fälle der letzten 20 Jahre. Mhm. Also so Amerika, die spielen sich alle ab in Amerika, in Europa und in Japan. Aber ich habe den Eindruck, das ist nur die Statistik, weil da nehmen wir sie wahr. Und im deutschen Fernsehen, das hat mich sehr beeindruckt, ist ein wirklicher Amok-Forscher aufgetreten. Und der hat gesagt, es gibt es in allen Kulturen, hat er gesagt. Und es gab es zu allen Zeiten, hat er gesagt. Das heißt, offenbar ist es auch irgendwie eine Konstante der menschlichen Gesellschaften. Auch in früheren Jahrhunderten, nicht nur bei uns, sondern auch in ganz anderen Kulturen. Ich weiß nicht, ob da jemand was beitragen kann. Sie haben genickt. Es ist, weil es eine mögliche Reaktionsform menschlichen Verhaltens ist. Es fällt nicht aus den möglichen Varianten menschlichen Verhaltens hat heraus. Hat nichts es mit der Organisation unserer Gesellschaft zu tun? Nichts mit der spezifischen Organisation. Mit der spezifischen, da das haben meine Sie ich ganz natürlich. Sicher recht, dass das Wort Amok allein kommt ja schon aus einer völlig anderen Kultur und aus völlig anderen Zeiten. Also auch das zeigt ja schon, dass das ein kulturübergreifendes Phänomen ist. Erstens. Zweitens, dass es eine Möglichkeit menschlichen Verhaltens ist, wenngleich eine Extremform menschlichen Verhaltens, wie es ja auch der Suizid ist. Und diese Einengung, von der wir hier geredet haben, hat ja auch gewisse Anklänge zu dem, was Ringel früher unter dem Begriff des präsuizidalen Syndroms beschrieben hat. Auch das Hineinkippen in eine immer dichtere Vereinsamung und die scheinbare Ausweglosigkeit aus den Situationen.
anderen heraus. Und insofern, das wollte ich nur dazu noch sagen, ist es eben eine mögliche menschliche Verhaltensweise. Es gehört schon zum ganzen Spektrum des Menschseins dazu, so bedauerlich es auch ist, in einer solchen Extremform hineinzurutschen. Hat also nichts, man könnte auf die Idee kommen, mit dem westlichen Lebensstil zu tun, mit der Vereinzelung, die Individualisierung unserer Gesellschaften und so. Nichts, ganz glauben Sie? Nicht, ganz sicher nicht. Also ich kenne nicht alle transkulturellen Studien, aber die wenigen Hinweise, die ich kenne, zeigen eher in die Richtung, die Sie gerade genannt haben, nämlich dass das auch in anderen Kulturen und zu anderen Zeiten ein vorhandenes Phänomen ist und war. Sie sind schon von der Kollegin Zimmermann in der ZIB 2 gefragt worden. Nämlich, vielleicht können wir da noch kurz drüber reden, über die Polizeitaktik. Und es ist jetzt bekannt worden in Deutschland, dass die, anders als in Erfurt noch, da haben sie noch draußen gewartet vor dem Schulgebäude, ja, dass die jetzt sofort stürmen, um es mal jetzt so banal zu sagen, in einer Nicht-Fachsprache. Ja. Und Sie haben dann gesagt, in der ZIB 2, die meisten Zuschauer werden das gesehen haben, dass das eigentlich auch in Österreich der zeitgemäße Ansatz ist. Ja, das ist der richtige Ansatz. Ja, nicht vor der Schule oder vor dem Gebäude zu warten, sondern sofort